Brandenburg hat vor 30 Jahren eine Reihe von Großschutzgebieten eingerichtet, also sowas wie Biosphärenreservate, Nationalparke oder Naturparke. Die Wirkung dessen kann man heute eigentlich erst sehen. Die Menschen fragen stärker Naturerlebnis, Naturtourismus nach. Das hat natürlich wiederum ein wirtschaftliches Entwicklungspotenzial in der Gastronomie, in der Beherbergung, in der guten Stimmung. Die Landwirtschaft hat sich auch sehr stark entwickelt in Brandenburg. Hervorzuheben ist vielleicht, dass der ökologische Landbau einen ganz wichtigen Teil ausmacht. Und da ist wiederum schön zu beobachten, dass junge Menschen nach Brandenburg kommen, die sich für Landwirtschaft interessieren und eben diesen Spirit mitbringen, zu gründen auf der kleinsten Scholle mit den geringsten Mitteln. Man sieht jetzt schon, dass der Zuzug in Brandenburg zunimmt. Und das hat natürlich so einen beschleunigenden Effekt, der für die regionale Wertschöpfung und einfach für die Wirtschaftskraft und die Lebensqualität in den Regionen enorm wichtig ist. Ich denke, der Trend wird sich fortsetzen, dass mehr Menschen im ländlichen Raum leben wollen. Gleichzeitig steht Brandenburg wie der Rest der Welt vor einer Reihe von größeren Herausforderungen, sowas wie dem Klimawandel, der sich in Brandenburg sehr stark zeigt, sprich längere Trockenperioden, mehr Starkregenereignisse, alles Dinge, auf die sich Natur und Landschaft, aber auch Landwirtschaft und die Menschen einstellen müssen. Für die Landwirtschaft wird sich sicherlich im Bereich der Wertschöpfungskettenentwicklung einiges tun, sprich eine bessere Erschließung der Berliner Märkte. Der Ökolandbau wird hoffentlich weiter zunehmen. Also der Braunkohleausstieg wird auf jeden Fall eine bessere CO2-Bilanz nach sich ziehen, also da einen tollen Umwelteffekt haben. Vielleicht bietet die Region Lausitz eben auch das Potenzial, andere erneuerbare Energien zu etablieren. Wir müssen Zielbilder entwickeln, wo wir hinwollen in Brandenburg, und das betrifft alle Bereiche. Wichtig ist dabei, dass man einen gewissen gesellschaftlichen Konsens auch entwickelt. Da denke ich, wird es darum gehen, eben andere Energiekonzepte in Brandenburg zu etablieren. Aus Sicht der Landwirtschaft darf es nicht dahin gehen, dass es Maismonokultur für eine Biomasseproduktion ist. Also im Bereich der Digitalisierung sollte im Land noch einiges passieren. Das ist auch für die Landwirtschaft sehr wichtig, weil nur hier können moderne Technologien zum Einsatz kommen, wie ein Roboter, der eben Unkraut jätet. Man kann nur hoffen, dass das Potenzial voll ausgeschöpft wird.